Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind, dass Sie mit mir Eucharistie feiern, an diesem Tag, wo ich selber mein 18. Bischofsjubiläum feiern darf. Eine Zeit, auf die ich mit Dankbarkeit zurückblicke, eine Zeit, die mich bisher getragen und erfüllt hat und eine Zeit, die mir die Kraft gegeben hat, auch mit Erfahrung in die Zukunft zu gehen. In der ersten Lesung steht heute: Gott ist der Führer der Weisheit und hält die Weisen auf dem rechten Weg. Wir und unsere Worte sind in seiner Hand. Ich möchte das besonders in diese Stunde hereintragen, dieses Wort. Dort, wo wir uns führen lassen von Gottes Weisheit, sind wir auf einem guten Weg. Dort, wo wir seine Weisheit ablehnen, gegen diese Weisheit verstoßen, sind wir auf dem falschen Weg. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieser Tag fällt auch in eine Zeit, wo wir wieder in den Medien schlimme Dinge über Missbrauch in unserer Kirche hören. Ich möchte nachher in meiner Predigt auch darauf eingehen. Es ist für mich nicht sehr angenehm, über dieses Thema heute Abend zu reden und zu predigen, aber ich denke, ich bin es Ihnen schuldig, dass Sie hören, was der Bischof, was unsere Diözese in diesem Zusammenhang tun und wie wir uns aufstellen auf die Zukunft hin. In allem, was wir tun, stehen wir immer unter Gottes Erbarmen. Wir wollen ihn bitten, dass er, Jesus Christus, mit seiner Gegenwart als Auferstandener mitten in dieser Gemeinde uns führe und leite. Wir bitten ihn um sein Erbarmen. Thank you.
Es erbarme sich unser, der gute und der treue Gott. Er lasse uns unserer Schuld nach. Er führe uns ins wahre, ins ewige Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du Ursprung alles Guten, was wir sind und haben, kommt von dir. Lehre uns, die Wohltaten deiner Güte zu sehen und gib, dass wir dich mit aufrichtigem Herzen und mit allen unseren Kräften lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Ich betete, und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte, und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich.
denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Mir aber gewähre Gott, nach meiner Einsicht zu sprechen und zu denken, wie die empfangenen Gaben es wert sind. Denn er ist der Führer der Weisheit und hält die Weisen auf dem rechten Weg. Wir und unsere Worte sind in seiner Hand, auch alle Klugheit und praktische Erfahrung. Wort des lebendigen Gottes. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Herr, wende dich uns doch endlich zu, hab Mitleid mit deinen Knechten. Am Morgen mit deiner Huld, dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsere Tage. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Unglück erlitten. Deine Taten und ihren Kindern deine erhabene Macht. Es komme über uns die Güte des Herrn, unseres Gottes. Lass das Werk unserer Hände gedeihen. Ja, lass gedeihen das Werk unserer Hände. Thank you.
sind Geist und Leben. Du hast Worte ewigen Lebens. Mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie wirkt Gott in unserer Welt? Nehmen wir sein Wirken wahr? Oder lastet so viel Dunkel darüber,
dass es uns nicht mehr gelingt, seinen Geist, sein Wirken wahrzunehmen? Auch die vielfältigen, komplexen und auch verwirrenden Informationen, die wir über die Nachrichten tagtäglich fast erhalten, über das, was in dieser Welt geschieht unter uns Menschen, das verstellt doch manchmal den Blick auf die oftmals kleinen und unscheinbaren, aber vorhandenen Spuren Gottes in dieser Welt. Spuren seiner Weisheit, in die wir eingeladen sind, einzutreten. Denken wir an die vielen Schlagzeilen der letzten Woche zum Beispiel, der vorletzten Woche. Die erschütternden Ausschreitungen und ausländerfeindliche Hetze in Chemnitz. Der immer noch andauernde Krieg in Syrien. Die große Sorge, dass zu jeder Stunde die Armee dort einmarschiert, 3 Millionen Menschen und wieder viele Tausende, Hunderttausende vertrieben werden und Menschen getötet werden. Terroranschläge in Afghanistan und ich könnte nicht enden mit dem Aufzählen von Dingen, die uns ängstigen und uns verwirren. In den letzten 4 Tagen war ich im Nordirak, in Erbil, das ist die Hauptstadt im Nordirak, mit der wir sehr gute, enge Beziehungen haben, weil viele Geflüchtete, chaldäisch-katholische Christen auch bei uns in der Diözese Heimat gefunden haben, in Stuttgart leben 1500 und 700 chaldäische Christen in einer Kirche, in einem Gemeindezentrum, das wir ihnen zur Verfügung gestellt haben. Und deshalb kenne ich den Erzbischof von Erbil sehr gut und der hat mich eingeladen, mal die Situation der Christen dort im Nordirak zu erleben, weil er sich große Sorgen macht, dass dort bald die Gegend, der Landstrich um Erbil herum christenfrei wird, weil die Menschen dort keine Zukunft mehr finden. Ich konnte die zerstörten Häuser der Christen sehen, vom ISIS zerstört, verbrannt, Menschen vertrieben, beraubt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da fragen wir uns, wo sind die Spuren der Weisheit Gottes? Die Antwort von uns wird sein, mit ihnen solidarisch zu sein, sie nicht zu vergessen, für sie zu beten, aber nicht nur Herr, Herr zu rufen, sondern zu helfen, was immer uns das auch kosten mag. Als Martinsland sind wir aufgerufen, mit den Menschen, die in Not sind und im Leiden, hilfreich umzugehen. Zu teilen unseren Reichtum, zu teilen unsere Möglichkeiten, die wir anbieten können. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, in den vergangenen Tagen steht die katholische Kirche erneut in den Schlagzeilen und es wird vom Unheil berichtet, das durch sie und in unsere Welt und unter die Menschen gekommen ist und kommt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Sie haben sicher vieles schon gelesen. Ich kann jetzt nicht in aller Ausführlichkeit darauf eingehen und es ist auch nicht einfach für mich jetzt in dieser Stunde in meiner Predigt so zu reden. Aber ich denke, ich bin es Ihnen schuldig, dass Sie hören, was ich dazu zu sagen habe. Ich bin tief erschüttert über das Ausmaß der schrecklichen Verbrechen, die Priester und Ordensleute an Kindern und Jugendlichen begangen haben. An jungen Menschen, die ihnen anvertraut waren, an Schutzbefohlenen. Ich habe aus meiner
Erfahrung heraus in den letzten Jahren schon auch geahnt, dass die Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz vor 4, 5 Jahren in Auftrag gegeben hat, noch einmal Schlimmes zutage fördern würde. Aber die Zahlen haben mich dann doch erschreckt, ja sprachlos gemacht. Wir hatten in der Bischofskonferenz geplant, diese Studie am kommenden Dienstag vorzustellen, zunächst untereinander zu besprechen und zu diskutieren und dann in einer großen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorzustellen. Nun ist leider passiert, dass irgendjemand mir unverständlich Informationen durchgestochen hat an die Öffentlichkeit, sodass nun, bevor wir diese Studie vorstellen konnten, nur auf Zahlen fixiert Ergebnisse in die Öffentlichkeit gekommen sind und große Unruhe erzeugt haben. Ich habe mich deshalb entschieden, schon vor dieser Pressekonferenz am Dienstag in meiner eigenen Diözese Rede und Antwort zu stehen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, derzeit sind uns bezogen auf den Zeitraum dieser Studie der Bischofskonferenz, bezogen auf das Jahr 1946 bis bei uns 2018 insgesamt 72 in der Diözese inkardinierte Kleriker bekannt, die des Missbrauchs an Minderjährigen beschuldigt werden. 45 davon sind bereits verstorben, die noch Lebenden sind zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Die tatsächlichen Täter, die tatsächliche Täterschaft konnte nicht in allen Fällen nachgewiesen werden, aber dort, wo sie nachgewiesen wurde, haben wir unverzüglich und angemessen gehandelt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, schon früh haben wir in unserer Diözese vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Seit dem Jahr 2012 haben wir unsere Präventionsmaßnahmen verstärkt. Im Generalvikariat haben wir eine 100% Stabstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz eingerichtet. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist verpflichtet, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, ganz gleich in welcher Einrichtung oder in welchem Gebiet der Diözese er oder sie tätig ist. Auch in der Priesterausbildung ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Missbrauch verankert, auch in unseren anderen pastoralen Diensten, in der Ausbildung im Wilhelmstift, in der Ausbildung im Mentorat, in der Ausbildung im Priesterseminar oder in den verschiedenen Gruppen unserer Laiendienste. Auch künftig muss Transparenz in der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen unsere Leitlinie sein. All diese schrecklichen Taten, die Menschen einander angetan haben und antun, besonders an denen, die am meisten des Schutzes bedürften, den Kindern und Jugendlichen, sie werfen einen düsteren Schatten über die Spuren, die Gott in unserer Welt gelegt hat, über die Nachfolgespuren, die wir als Kirche gehen sollen. Vor ihm, vor Gott, müssen wir uns verantworten für gottlose Taten derer, die im Dienst der Kirche standen und sich auf so schlimme Weise an Menschen, die ihnen anvertraut waren, vergangen haben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es geht um das Heil der Menschen in umfassendem Sinn des Wortes. Mein eigener Wahlspruch als Bischof, den ich mir 2000 September gewählt habe, lautet aus dem großen Glaubensbekenntnis, das wir nachher beten werden, Propter nos homines et propter nostram salutem. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen,
um dieses Heil uns zu ermöglichen, zu erschließen und zu stiften. Und alle, die in seiner Nachfolge in einem besonderen Dienst, besonderen Amt in der Kirche stehen, sind diesem Auftrag verpflichtet. Es geht um das Heil oder das Unheil für uns Menschen. Ist das ganze Offenbarungsereignis in Jesus Christus geschehen? Für die Menschen, zu unserem Heil gibt es unsere Kirche. Und wenn von ihr Unheil ausgeht, ist das furchtbar. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus selbst, der zu unserem Heil gekommen ist in diese Welt, der in dieser Welt gelebt hat, zu uns geredet hat, mit den Menschen gesprochen hat, sie geheilt hat, ihnen Wegweisung gegeben hat, Jesus gibt uns eine klare Linie vor. Wer richtig lebt, wer im Sinn Jesu lebt, der kann andere nicht so erniedrigen, wie es durch einige in den letzten Jahren geschehen ist. Durch sein eigenes Leiden unter den Menschen und durch sie ist Jesus tief solidarisch mit allen Opfern. Mit all jenen, die selbst erniedrigt worden sind. Und gleichzeitig hält Jesus den Tätern den Spiegel vor und sagt ihnen, seht mich an, meine Wunden sind die Wunden der Opfer. Ich trage sie sichtbar an meinem Leib. Ich leide mit ihnen. Ich trage ihren Schmerz und ihr Leid und mache dies mir zu eigen. Wer zum Täter wird und sich zum Täter macht, der hat sein Leben verfehlt, die Nachfolge Christi nicht eingehalten. Und wer nur seine eigene Existenz um sie herum kreist, lebt nicht im Sinne Jesu. Wer sein Leben nicht auf Jesus und sein Evangelium ausrichtet, verfehlt seinen Dienst in der Kirche an den Menschen. Christliches Leben steht immer im Dienst der Menschen. Jeder und Getaufte und Gefirmte. Für die Schwachen, für die Opfer ist es die unverbrüchliche Zusage, dass Gott in Jesus Christus ihren Schmerz selbst mit ihnen durchlebt. Den Tätern sagt er, seht, welch ein Mensch steht vor euch. Seht an mir, welche Wunden ihr euren Opfern und damit mir zugefügt habt. Der Glaube an das Kreuz Jesu, der zum Bruder aller Menschen wird, die gelitten haben und heute noch leiden, die um ihr Leben betrogen würden, das ist der Glaube, den die Kirche verkünden soll und muss. Jesus spricht vom Retten und vom Verlieren des Lebens. Er will uns nicht dazu aufrufen, unser Leben wegzuwerfen. Er ruft uns dazu auf, das eigene Leben in die Waagschale zu werfen, das Äußerste zu wagen, sein Leben einzusetzen für andere, sein Leben zu verschenken an die Schwachen, an die Hilfsbedürftigen, an die, die Opfer in dieser Welt werden. Gerade angesichts des unaussprechlichen Leides der Opfer und vor allem um ihretwillen und in ihrem Namen ist es geradezu überlebenswichtig für uns, dass wir für die Spuren Gottes aufmerksam bleiben, dass wir sie nicht verwischen, sondern dass wir die Spuren Gottes durch unser Leben auch sichtbar machen. Propter nostram salutem. Dass wir empfangsbereit bleiben für die Richtung Gottes zu unserem Heil. Damit wir Gott nicht verwechseln mit einem unbeteiligten, fremddistanzierten Wesen in einem diffusen Jenseits. Wir können wir auf seine wirkungsvolle Nähe vertrauen. Wie können wir das tun, indem wir in die Weisheit Gottes, die uns angeboten ist in Jesus Christus, eintreten? Liebe Schwestern, liebe Brüder, zum Schluss.
gleich nachdem die Ereignisse die Ergebnisse der Missbrauchsstudie bekannt wurden, habe ich ein Schreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfasst, die im Dienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart stehen. Im bischöflichen Ordinariat, die Mitglieder der verschiedenen Dienste und Ämter, in den Dekanaten, die Dekanatsreferenten, in den Gemeinden, in den Einrichtungen, diejenigen, die Verantwortung tragen in unserer Kirche. Wir haben 4.848 elektronische Mails verschickt, wo ich informiere, wo ich alle bitte, dass sie unserer Kirche treu bleiben, zu ihr stehen in dieser schwierigen Zeit. Weil ich weiß, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Kirche, ja nun auch heftig angefragt, ja angefeindet werden. Auch viele, viele Priester. Und die allermeisten, liebe Schwestern, liebe Brüder, tun ihren Dienst treu zur Kirche, treu zu den Menschen, treu zu Jesus Christus. Und so möchte ich auch Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend sagen, ich bin Ihnen dankbar für jedes Zeichen der Solidarität und für jedes Gebet für die Menschen, die leiden und Opfer geworden sind. Gerne möchte ich Sie auch ermuntern, tragen Sie dazu bei, dass Gottes Spuren, seine Weisheit in der Welt nicht durch das Böse, nicht durch das Unheil verwischt werden. Tragen Sie dazu bei, dass Gottes Heil, das Evangelium in diese Welt hineinwirkt. Ich sage aus meiner innersten Überzeugung heraus, die Botschaft, die wir zu verkünden haben, die Botschaft Jesu Christi, die uns anvertraut ist, ist für das Heil. Und es gibt keine Botschaft, die ich kenne, die so für die Menschen ausgerichtet ist, wo Gott so für die Menschen eintritt, als die in den Evangelien und die in der Weisheit Jesus Christus auf uns gekommen. Zum Heil der Menschen, besonders der Armen, Bedrückten, der Erniedrigten aller Art. Amen. Beten wir miteinander das große Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an seinen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist mit
Jesus Christus hat göttliche Vollmacht. Weil wir auf ihn vertrauen, bringen wir, was uns bewegt und unsere uns Sorgen macht. So beten wir. Für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, für die Ehrenamtlichen, die Frauen und Männer in den pastoralen Diensten, die Diakone, Priester und Bischöfe und heute ganz besonders für unseren Bischof Gebhard. Christus höre uns. Für alle Menschen, die Opfer von Missbrauch und Gewalt geworden sind, für alle, die sie betreuen, die versuchen, ihnen zu helfen und ihnen neue Würde geben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für Papst Franziskus und alle Bischöfe, für Priester und andere Verantwortliche in der Kirche, die sich den schweren Anklagen und Vorwürfen stellen und aktiv an der Aufdeckung und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in der Kirche arbeiten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen in Idlib in Syrien, die sich vor einem zerstörerischen Angriff und vor Giftgasangriffen fürchten, und besonders für die befreundeten chaldäisch-katholischen Christen im Irak, die sich nach einer guten Zukunft sehnen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Menschen, die von Naturkatastrophen bedroht werden, in diesen Tagen besonders für alle Familien an der Ostküste von Amerika. Und für uns und alle, die die Bewahrung der Schöpfung oft hinter anderen Interessen zurückstellen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Verstorbenen, die in ihrem Leben nach dem Himmelreich gestrebt und versucht haben, den Willen Gottes zu tun, und die nun vor seinem ewigen Thron stehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, du hörst unsere Bitten und leitest das Geschick dieser Welt in deiner Weisheit. Du lässt uns immer mehr davon erahnen und hilfst uns, deinen Willen zu tun. Dafür loben und preisen wir dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, ohne unser Verdienst hast du uns reiche Gaben geschenkt. Wir bringen dieses Opfer des Lobes dar und danken dir. Gib, dass wir auf allen Wegen unseres Lebens deine gnädige Fügung erkennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt der Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes
erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt. Und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Martin und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, guter Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihn ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, zu allen, die aus seinem Geist zu leben versuchen: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir um den Frieden. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig.
dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, um dir zu danken, haben wir unsere Gaben dargebracht, und du hast sie uns im Sakrament deines Sohnes wieder geschenkt. Stärke uns durch diese geistliche Speise und schenke uns ein freudiges Herz, damit wir dir mit ganzer Hingabe dienen und immer neu deine Güte erfahren. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich danke, dass Sie da waren, dass wir miteinander Gott loben und preisen konnten und immer wieder auch Gott danken für das, was er Gutes uns tut. Ich danke dem Chor, an der Orgel, am Dirigentenstock für die wunderbare Musik, mit der sie diesen Gottesdienst begleitet haben. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, ich lade Sie nun alle sehr herzlich ein, dass Sie noch mitkommen nach oben zum Bischofshaus. Das Wetter ist herbstlich warm und wir brauchen nicht Sorge zu haben, dass wir frieren, sondern wir haben Zeit, miteinander im Gespräch zu sein. Es ist auch etwas vorbereitet, sodass wir miteinander einen guten Abend verbringen können. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und nun an unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, und so segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.